Der Grafikkartenmarkt ist einfach genial, denn es gibt super viel Leistung für teilweise sehr wenig Geld. Ich betrachte das Angebot ganz trocken. Zu welchem Preis bekomme ich welche Leistung? Ich verstehe dich vollkommen, wenn du sagst, ja, die Welt ist gerade komisch, wer weiß, was dann noch so kommt, aber ich möchte trotzdem irgendwie Spaß haben, das Ganze zu einem fairen Kurs. Du hast ein Budget von maximal 200 €. Option Nummer 1, eine gebrauchte GTX 1070 Ti, welche uns 8 GB Videospeicher bietet und nach all den Jahren immer noch sehr gute FPS ermöglicht. Call of Duty Warzone in Full HD und normalen Einstellungen läuft extrem gut. Das bedeutet 110 FPS im Durchschnitt. Forza Horizon 5 Full HD und das Preset hoch. Und hier gibt es laut dem Benchmark-Modus über 90 FPS. Auch hier sehr flüssig. Assassin's Creed Valhalla Full HD und das Preset hoch gewählt läuft mit, Achtung, 70 FPS. Fortnite bei Full HD und das Preset sehr hoch. Ohne Probleme läuft das Ganze mit 170 FPS. Option 2, eine neue RX 6500 XT. Die gibt es mit 4 GB Videospeicher und einer soliden RDNA 2 GPU von AMD. Wichtig, die Karte muss auf jeden Fall mit PCI Express 4.0 betrieben werden. Wird sie nur mit PCI Express 3.0 betrieben, verlierst du einiges an Leistung. Im letzten 600 € Gaming-PC habe ich diese Karte genutzt und konnte für kleines Geld gut zocken. In Rainbow Six Siege bei Full HD und dem Preset hoch gab es im Schnitt 230 FPS. Fortnite, Full HD, Preset hoch, ohne Schatten das Ganze mit 110 FPS flüssig. Forza Horizon 5, Full HD mit dem Preset hoch, läuft laut dem Benchmark-Modus mit sehr guten 75 FPS im Durchschnitt. COD Warzone mit Full HD und normalen Einstellungen, hier gab es im Schnitt 90 bis 100 FPS. Du hast die Wahl, entweder eine gebrauchte Grafikkarte ohne Garantie, dafür mit mehr Leistung, oder eine neue Grafikkarte mit Garantie und weniger Leistung. Und jetzt ein kurzer Clip vom heutigen Sponsor. Die Ryzen 7000 CPUs werden immer günstiger, das ist geil, denn so wird die ARM5-Plattform zum Beispiel mit dem ASRock X670e Pro RS immer interessanter. ASRock bietet den X670e Chipsatz, PCI Express 5.0, diverse M.2-Schnittstellen für superschnelle Speichermedien und der I/O-Bereich ist mit 10x USB und 2,5G LAN super ausgestattet. Es gibt weiterhin 1x4-Pin RGB und 3x3-Pin ARGB-Header, Wi-Fi 6E, 6 Lüfteranschlüsse und, wie ich finde, eine geile Optik. Das Mainboard ist super sexy, check mal die Beschreibung ab. Der Möglicherweise hast du jetzt dein neues ARM5 Mainboard gefunden. Im Bereich 200 bis 300 € gibt es drei Karten, davon ist nur eine sinnvoll. Das perfekte Preis-Leistungs-Verhältnis bietet die RX 6600. 8 GB Videospeicher wurden mit der Navi 23XL RDNA 2 GPU kombiniert. Und das ergibt in der Summe 35% mehr Leistung als bei einer RTX 3050. Und die kostet auch noch mehr. Wäre ich jetzt Nvidia Fanboy, würde ich sagen, kauf dir eine 3050 oder 2060. Das wäre aber kompletter Schwachsinn, weil beide Karten kosten mehr und können weniger. Ergo, ich kein Fanboy. In Rainbow Six Siege bei Full HD und dem Preset sehr hoch gibt es im Durchschnitt 300 FPS. Assassin's Creed Valhalla Full HD und das Preset hoch, hier gibt es im Schnitt 80 FPS. Call of Duty Warzone bei Full HD und normalen Einstellungen, hier gibt es im Schnitt 130 FPS. Und auch Fortnite läuft bei Full HD und dem Preset hoch ohne Schatten, frei von Problemen mit 145 FPS im Durchschnitt. Forza Horizon 5 Full HD mit dem Preset hoch läuft mit 116 FPS mega flüssig. Das ist ja schön, wenn man sagt, das Ganze läuft alles flüssig, wenn man das Ganze natürlich nur auf einem 60 Hz Monitor zockt. Dann bringt das Ganze natürlich auch nichts. Deswegen check auf jeden Fall mal meine neueste Monitor-Kaufberatung ab mit Monitoren für jeden einzelnen Preisbereich. Also ich bin mir sicher, du findest auf jeden Fall etwas. Link dazu in der Beschreibung. Für ein paar Euro mehr gibt es dann die AMD RX 6600 XT bzw. die 6650 XT, die nächstgrößere RDNA 2-Karte, ebenfalls mit 8 GB Videospeicher. Leistungstechnisch befindet sich diese Karte zwischen einer RTX 3060 Ti und 3060 und dadurch, dass letztere teurer ist als die AMD-Lösung, ist Nvidia, tut mir leid, aber auch hier wieder einmal raus.
In Rainbow Six Siege bei Full HD und im Preset sehr hoch gibt es im Durchschnitt 320 FPS. Assassin's Creed Valhalla Full HD mit dem Preset sehr hoch läuft bestens. Hier gibt es im Schnitt 85 FPS. Call of Duty Warzone mit Full HD und hohen Einstellungen läuft sehr gut mit 150 FPS. Und ja, Fortnite läuft natürlich auch bei Full HD und dem Preset hoch ohne Schatten, ohne Probleme mit sehr guten 150 FPS. In den einzelnen Spielen beträgt der Vorsprung der Radeon RX 6650 XT zur normalen 6600 XT 1 bis 5%. Die sogenannte 50 XT lohnt sich besonders dann, wenn sie günstiger ist als die normale XT. Ach ja, was ein Zufall. Das ist sie mittlerweile. Link dazu in der Beschreibung. Wenn du denkst, jetzt gibt's doch bestimmt endlich meine Nvidia-Grafikkarte für unter 500 Euro, da muss ich dich leider enttäuschen, auch hier hat Team Rot, respektive AMD, das bessere Angebot. Mehr Leistung als eine 3060 Ti, gleiche Leistung wie eine RTX 3070. Die Rede ist von der RX 6700 XT bzw. 6750 XT, ebenfalls eine RDNA 2 GPU mit 12 GB Videospeicher, beispielsweise in dieser Power Color Version sehr schön anzusehen. Es gibt aber auch günstigere bzw. auch noch andere gute Modelle, zum Beispiel von Gigabyte oder auch XFX. Die Karte ist für WQHD Gaming perfekt, auch für Full HD High FPS Gaming eine sehr gute Wahl, wenn dein Budget für den gesamten PC bei maximal 1000 Euro liegt. Du siehst natürlich hier und da mal Spiele mit älteren Maps bzw. Patches, aber am Ende ist das egal, denn die Leistung, die ich dir zeige, bekommst du definitiv durch Spiele und Treiber-Updates sogar noch mehr. In Rainbow Six Siege bei WQHD und dem Preset sehr hoch gibt es im Schnitt 230 FPS, wohlgemerkt WQHD. Fortnite läuft mit WQHD und dem Preset hoch, ohne Schatten, sehr flüssig, in Zahlen ausgedrückt 140 FPS im Durchschnitt. Dann folgt eine Klasse von Grafikkarten, wo ich sage, komm, lass sein. Damit meine ich die RX 6800 ohne XT und natürlich auch die 3070 Ti. Ich würde sagen, geh stumpf einfach weiter zur nächsten Leistungsklasse, denn die RX 6800 kostet zum Beispiel 600 Euro und liegt deutlich hinter einer 3080. Für gerade einmal 90 Euro mehr gibt es dann die RX 6800 XT, die wiederum mehr Leistung bietet als eine 3080. Dann nehmen wir noch die, oder? Auch die RX 6800 XT bietet uns eine RDNA 2 GPU von AMD und 16 GB Videospeicher. Die Karte ist in den letzten Wochen massiv im Preis gefallen und macht eine 3080 für 800 Euro. Letztendlich uninteressant. Rainbow Six Siege, WQHD und im Preset sehr hoch. Hier gibt es einfach mal über 400 FPS. Also, das ist ja flüssig sein Vater, oder? Call of Duty Warzone 2.0 in WQHD und im Preset Ultra. Das läuft je nach Abschnitt auf der Map mit 120 bis 144 FPS. Wenn du noch mehr FPS brauchst, einfach das Preset ausgeglichen wählen und schon gibt es beispielsweise 170 FPS und mehr. Forza Horizon 5, WQHD und dem Preset Extrem. Das läuft mit dem Benchmark-Modus getestet mit 118 FPS super flüssig. Assassin's Creed Valhalla, WQHD und dem Preset Extrem hoch. Das macht im Schnitt 100 FPS. Unfassbar gut. Grafikporn on point. Du hast noch mehr Geld? Dann bravo. Aber ich sag dir ganz klar, spar es dir einfach. Mit der RX 6800 XT hast du mehr Leistung als mit einer 3080. Es gibt noch eine 3080 Ti für 1200 Euro. Für 1400 Euro gibt es dann die deutlich stärkere und natürlich auch effizientere RTX 4080. Dann gibt es aber in Kürze auch die neuen AMD RDNA 3 Karten. Und schon sieht es in diesem Segment vielleicht ganz anders aus. Wer weiß, wäre schade, wenn du jetzt so viel Geld ausgibst und AMD vielleicht etwas Günstigeres mit mehr Leistung in Kürze im Angebot hat. Ach ja, und ganz wichtig, falls du abseits vom klassischen Gaming mal mit Raytracing etc. das Ganze probieren möchtest, dann vergiss AMD, denn das ist einfach das Hoheitsterritorium von Nvidia inklusive DLSS, weil das können sie einfach. Und beispielsweise hier zu sehen, eine 3060 Ti ist besser als eine 6750 XT mit Raytracing getestet. Alle Karten sind in der Beschreibung verlinkt. Danke fürs Zuschauen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Bis neulich. Ganz genau. Ciao.